Moin meine werten Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Heute reagiere ich, wie in der letzten Reaction schon gesagt, auf den ersten Channel Newsletter von mir mit Stimme und Facecam. Ich hatte zwar einen, den hatte ich nur mit Stimme, allerdings hört man mich da gar nicht und das heißt, er bringt mir gar nichts. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt diesen hier an. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. So, und dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht mehr lange rum, sondern starten direkt mit dem Video. Jo, Franka, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video zu dem zum Channel Newsletter. Ich habe ein paar Sachen, mit denen ich über euch reden möchte. Alles klar, also schon mal eine bessere Anmoderation als letztes Mal. Wir haben schon direkt die Kamera, wir wissen schon direkt, worum es geht, also kein Problem. Gut, schauen wir mal weiter. Vor allem schulische Sachen. Also, die erste Sache. Und by the way, an dieses Video erinnere ich mich wirklich gar nicht mehr, also so null. Aber schau doch mal an, wie klein ich eigentlich bin. Schau dich das mal an. Digga, wieso bin ich denn in dem Video so verdammt klein geworden? Ich suche einen Cutter und auch einen Thumbnail Maker. Brauche ich beides bis heute. Aber heute geht es mir schon viel besser in Sachen Cutting und Schneiden als noch damals, denn damals war das noch so verdammt schwierig für mich, weil ich musste noch so viel zur selben Zeit machen. Ich musste cutten, ich musste Funnels machen, ich musste für die Schule Sachen machen. Also es war damals nicht einfach, aber heute geht es mir viel einfacher. Denn da ich schulische Sachen auch noch tun muss, kann ich nicht alles zur gleichen Zeit machen. Also wäre es wirklich cool, wenn irgendjemand von euch mir ein Video schneiden könnte. Ich verlinke euch unten mein Discord. Ich mache einen extra Kanal und dort sendet ihr einfach eure E-Mail-Adresse und ich schreibe euch dann so. Die nächste Sache, die ich noch. Warte kurz. Also, das soll sich bis heute nicht, wieso ich das so gemacht habe. Also, ich mag's, wenn ihr mir bei Discord schreibt, dass ihr das gerne machen würdet. Aber wenn ihr eine Datei habt oder so, dann schickt ihr mir lieber über die E-Mail-Adresse oder so, weil Discord, ja, 8 MB ist zu schwer, da ein gutes Video ranzupacken. Deshalb schickt mir lieber eure Datei über die E-Mail-Adresse und dann schaue ich die mir so an, anstatt über Discord. Thumbnails ist ja kein Problem, die sind viel kleiner, aber da habe ich schon zwei Leute, die das machen, deshalb brauche ich da niemand. Aber gut, wir schauen mal weiter. Die ich auch ansprechen möchte, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar möchte ich mit euch ein Community-Projekt beginnen. By the way, damals habe ich auch noch komplett ohne Skript oder irgendetwas. Denn diese Gem-Newsletter kam auch noch ohne Skript, aber ich habe nie irgendwie etwas mit einem Skript bisher gemacht. Also ich habe nie die Channel News mit einem Skript gemacht. Und das juckt mich gerade eigentlich, weil so habe ich einfach unnötige Pausen im Video. Und die sind halt unnötig. Vielleicht jetzt nicht gerade so ein Projekt, wie ihr euch denkt, aber das Community-Projekt, das ich meine, handelt von einem Minecraft-Server. Und zwar nicht so ein ganz normaler Minecraft-Server, sondern ein Minecraft-Server mit einem Modpack. Mhm. Und zwar wäre ich dafür, dass wir das Modpack RLCraft benutzen, welches halt ein Modpack ist. Ja, logisch. Okay, was ich mich gerade frage ist, hatte ich denn zu dem Zeitpunkt schon den jetzigen Laptop, den ich jetzt habe? Ich glaube nicht, weil das kommt mir nicht so vor. Aber ey, aus dem Projekt ist nie was geworden, weil keiner Bock drauf hatte. Und sonst würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr vielleicht ein Abo oder so auf diesem Kanal noch da lasst, wenn euch der Kanal gefällt. Und sonst würde ich sagen, war's das mit.
Ja, Freunde, lasst ein Abo auf dem Kanal da. Und natürlich auch ein Like, wenn euch das Video gefällt. Und schreibt natürlich auch noch gerne einen Kommentar, denn die helfen auch wirklich sehr. Und ja, ich würde sagen, wir schauen weiter, auch wenn das Video gleich vorbei ist. Newsletter für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ja, ich hab ne Abmoderation. Holy shit, ich hab's hingekriegt. Let's go. Okay, cool, was mir YouTube vorschlägt da. Let's go, Digga. Ich hab's fertig. Endlich ne Abmoderation. Let's fucking go. Aber ja. Das war ein interessantes Video. Die News waren eigentlich das, was ich immer sage bis in den Videos. Aber nun ja, ich würde sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kami Tendo.